willkommen zur neuen Folge Eichen Jagdbetrieb. Ihr seht, ich habe eine Ente in der Hand. Nein, ich bin nicht mehr in England. Wir sind inzwischen längst wieder zu Hause im heimischen Revier. Aber es hat sich ausgezahlt, bei der Revierrunde am Nachmittag dann doch mal die Flinte mitzunehmen. Und so bin ich dann noch auf ein paar abstreichende Enten zu Schuss gekommen, die auf einem der Teiche saßen. Und ja, eine konnte ich erlegen. Gustl konnte noch mal apportieren, dass er es auch nicht verlernt. Und deshalb stehe ich jetzt hier und dachte, das ist ein schöner Auftakt für unser neues Video. Ansonsten geht es in dem Video hauptsächlich um die Drückjagdvorbereitung, wo wir jetzt mittendrin stecken für unsere eigene Jagd nächsten Monat. Ist auch der Grund, warum wir erst jetzt wieder ein neues Video hochladen, nach gut 3 Wochen. Liegt einfach daran, wir haben viel gearbeitet und mehr im Revier gearbeitet als tatsächlich gejagt, sodass wir jetzt erst eigentlich dazu kommen, wieder ein bisschen jagdliche Aktivität zu haben, und möchte euch dazu natürlich gerne einladen. Einmal wieder mal Rehwildansitz, wie ihr das schon kennt. Bisschen was zur Drückjagdvorbereitung werde ich sagen, wie man Sitze aufstellt, worauf da zu achten ist. Und eine Maisjacht hatten wir zwischendurch auch noch, wo ich ein paar Aufnahmen machen konnte, um euch ein bisschen was zu zeigen, wie wir Mais auf Wildschweine jagen. Und ich denke, in der Summe gibt es wieder ein bisschen was zu sehen, und ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Ja, ihr seht mich im Keller stehend packen. Heute geht's zur Maisjacht. Also ich bin angerufen worden von einem Jachtfreund aus einem Nachbarort. Die haben ein großes Maisfeld und sie haben massiv Probleme mit Wildschweinen, die sich eingeschoben haben und jetzt die Ernte gefährden. Es ist schon relativ spät im Jahr, das heißt, eigentlich soll der Mais schnellstmöglich gehäckselt werden. Genau genommen nächste Woche, sobald es ein bisschen abtrocknet. Im Moment haben wir nämlich absolutes Mistwetter, sodass man nicht ohne Riesensauerei auf den Acker fahren kann. Die Sauen haben das für sich genutzt, stecken drin, und wir sind heute gerufen worden, mit anderen Hundeführern zusammen da ein bisschen zu helfen, um den Schaden nicht allzu groß werden zu lassen. Was ihr hier seht, ist eine der Schutzwesten für die Hunde. Das ist so ein spezielles Gewebe, außen ist Nylon und innen drin sind solche Kevlarlagen, die verhindern sollen, dass die Sauen die Hunde verletzen können mit ihren spitzen Eckzähnen, mit ihren Waffen. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man etwas schärfere Hunde hat, dass man die auf diese Weise, vor allen Dingen die lebenswichtigen Organe, also alles im Bereich Brustkorb, schützen kann. Brustkorb und Bauch zu schützen mit diesen Westen. Ansonsten, was haben wir noch dabei? Wir selber tragen Schutzhosen, auch mit Kevlargewebe. Dazugehörige Jacke ziehe ich gleich an, wenn es rausgeht. In meinem Fall brauche ich auch immer noch Ortungsgerät für die Hunde, weil zumindest der Gustl, der Wachtel, doch dazu neigt, ein wenig länger dran zu bleiben. Und dann ist es immer gut, wenn man weiß, wo die Hunde sind. Und das ziehen wir den Hunden gleich an, wenn wir im Revier sind. Alles Weitere seht ihr dann hoffentlich gleich. So, jetzt geht's gleich los. Die Straße nach hinten ist zum Glück gezäunt, sodass den Hunden nichts passieren kann. Schützen stehen alle. Hunde sind aufgeregt und bereit. Kann's losgehen. Mais, 6 Hektar Mais vor uns. Also, los geht's. Voran die Hunde! Fein, die Hunde! Und voran der Fidux! Hopp, hopp, hopp! Also wir sind jetzt im Maisfeld. Das ist außenrum abgestellt mit Schützen. Und noch haben wir keine Sauen gefunden. Wir hoffen natürlich, dass welche drin sind. Wenn die drin sind, werden die Hunde sie finden und hoffentlich auf die Läufe bringen, sodass die Schützen draußen eine Chance haben, wenn sie aus dem... Jetzt Hund laut, Achtung! Das ist jetzt ein Zeichen, das was drin ist. Okay, also Hund Nummer 1, das ist in dem Fall der Fidux. Der ist jetzt 60 Meter links von mir. Da sind auch die Hunde jetzt laut. Gustl ist 280 knapp Meter rechts von mir.
Oh, er ist schnell unterwegs, wie ich gerade sehe. Ja, so ist das manchmal. Jetzt sind die Sauen nach unten raus aus dem Wald, in den Wald, aus dem Maisfeld. Ein Schuss ist gefallen, aber die Hunde sind natürlich jetzt mit der Rotte ab. Beziehungsweise der Fidux ist noch unterwegs. Aber wir versuchen jetzt mal eben die Hunde zu fangen wieder und gehen dann wieder in den Mais. Vielleicht sind noch Sauen drin. Ein Schuss ist gefallen, mal schauen. Vielleicht riecht ja wenigstens eine. Ja, ich bin jetzt gerade wieder zu Hause angekommen. Ja, wie ihr gesehen habt, sind wir ganz schön gewaschen worden, um nicht zu sagen klitschnass. Die Hunde sind schon wieder halbwegs abgetrocknet, wobei der Gustl mit seinem langen Fell zittert auch noch, obwohl er auf den warmen Decken liegt. Also jetzt heißt es alles ausladen, trocknen, Hunde füttern, die können dann ins Körbchen. Und ja, zur Strecke gekommen ist ein Frischling, leider nur dieser eine Frischling. Eine andere Sau ist gefehlt worden und die anderen Sauen sind ja im Pulk raus. Der Schütze hatte keine Chance. Der hat, wie gesagt, den einen Frischling geschossen. Die anderen sind halt mehr oder weniger verschachtelt raus aus dem Mais ins Dichte und ja, mit den Hunden dann verschwunden. Die kamen dann nachher wieder. Gustl war ja knapp einen Kilometer weg und naja, immerhin einen Frischling gefangen und so war es nicht ganz umsonst, die Aktion. Und, ich werde es heute Abend mal noch mit dem Nachtansatz auf Sauen versuchen, weil wir ziemlich Wiesenschaden haben. Aber ich fürchte, da kann ich euch nicht viel zeigen, weil es schlicht zu dunkel ist. Aber gut, vielleicht reicht es noch morgen früh für einen Rehansitz, wenn ich nicht zu müde bin. Wir sehen uns dann später. Ja, hinter mir seht ihr, dass ich ein bisschen vorgearbeitet habe. Drei neue Drückjachtböcke. Die brauchen wir noch für unsere Drückjacht nächsten Monat. Und heute nehme ich euch mit, die aufzustellen und euch ein bisschen zu zeigen, worauf man achten soll bei der Drückjagdvorbereitung und vor allen Dingen bei der Planung der Stände. So, jetzt wollen wir sehen, dass wir das Ding auf den Anhänger kriegen. Jetzt habt ihr gesehen, wie schnell und einfach man einen Drückjagdbock aufstellen kann, sogar alleine. Das ist übrigens der Grund, warum ich
die in dieser Größe baue, also mit 2 Meter Bodenhöhe und ja, 1,25 Meter Breite. Erstens passen sie dann so gerade noch in meinen kleinen Anhänger und ich kann sie so gerade noch alleine bewegen. Das hat sich einfach als praktisch herausgestellt, wenn man mal keine helfende Hand zur Hand hat, dann kann man doch noch eine ganze Menge alleine regeln, zumindest was diese einfachen, leichten, offenen Sitze angeht. Ja, aufstellen brauche ich nicht viel zu sagen. Einzige, was vielleicht erwähnenswert ist, dass ich grundsätzlich Steinplatten drunter lege, alte Gehwegplatten, einfach um ja, das Holz ein bisschen zu schützen vor der Bodenfeuchtigkeit. Also ich habe gemerkt, die Sitze halten dann deutlich länger, vor allen Dingen, wenn man wie jetzt in diesem Fall nur Fichtenstangen zur Verfügung hat. Manchmal habe ich Douglasie, da geht es ein bisschen besser, die halten länger, aber Steine sind schon eine gute Sache. Ja, das ist aber gar nicht so wichtig an der Stelle. Viel wichtiger ist der Platz, an dem ich hier bin. Das hier ist auch so ein Kahlschlag, also so ein Käferloch. Wie es dieses Jahr entstanden ist, rundherum ist eine ansprechende Fichtendickung, wo ich mir erhoffe, dass vielleicht Sauen drin liegen können. Rehwild ist auf jeden Fall hier überall zugegen. Und deshalb hat sich dieser Platz hier als sinnvoll herausgestellt, sodass wir jetzt hier einen Drückjagdbock hingestellt haben für unsere Jagd kommenden Monat. Wir werden sehen. Also wenn ich euch das zeige, seht ihr eigentlich wunderbar, dass wir hier durch die erhöhte Position, trotz der Hanglage, die kommt jetzt hier durch die Kamera nicht so richtig zur Geltung, aber doch noch sehr, sehr guten Kugelfang haben in fast 360 Grad. Nach unten muss der Schütze ein bisschen aufpassen. Da werde ich einen Sicherheitsbereich auszeichnen, sodass da nicht hingeschossen werden darf. Aber hier überall im Dickungsrandbereich wunderbares Schussfeld mit Kugelfang. Sprich, die Kugel schlägt auf jeden Fall in den Boden ein und kann niemanden mehr gefährden. Das ist eben das Allerwichtigste. Und das ist auch der Grund, warum bei meinen Yachten, eigentlich ist es sowieso, sollte es Standard sein, aber bei meinen Yachten zumindest kann ich sagen, dass kein Schütze auf dem Boden steht, weil das einfach in meinen Augen zu gefährlich ist mit der Kugel. Zu schießen, wenn man nicht eine etwas erhöhte Position zumindest hat. Klar, wir Durchgehschützen und Hundeführer, wir geben auch Schüsse ab manchmal, aber nur Fangschüsse auf unter 10 Meter, wo wir genau wissen, die Kugel schlägt auf jeden Fall in den Boden ein. Das ist einfach mir wichtig, nochmal zu sagen an der Stelle, dass da drauf zu achten ist grundsätzlich. Und ansonsten zur Drückjagd-Ausrüstung eines Reviers bin ich immer der Meinung, dass man schon ruhig ein bisschen investieren sollte in gute Stände. Auch wenn manche mich manchmal belächeln, wie viel Infrastruktur ich ins Revier fahre. Aber ich bin einfach der Meinung, dass man dann flexibler ist zu reagieren und auch mal Schützen spontan umsetzen kann, wenn man der Meinung ist, das Wild liegt doch woanders. Und wenn man dann die Sitze schon stehen hat, selbst wenn man sie nicht immer alle benutzt, hat man es dann doch in der Regel leichter. Und deshalb bin ich der Meinung, dass man da ruhig ein bisschen Gas geben kann, was die Drückjagdböcke angeht. Ja, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Die beiden anderen Sitze müssen auch noch raus. Ich denke, exemplarisch reicht der hier für euch. Und wir sehen uns dann später. Ja, ihr seht, wir sind immer noch mit den Vorbereitungen zugange. Also jetzt geht es darum, Wildäcker bzw. eigentlich die Schussschneisen, die wir haben, frei zu mulchen, damit die Drückjagdschützen auch ein bisschen Schussfeld haben. Das machen wir immer einmal im Jahr im Herbst vor der Jagd, also ein paar Wochen vor der Jagd, nicht kurz vor der Jagd, um ansonsten Ruhe zu halten an den Ecken. Das sind meistens so im Dickungsrandbereich unsere Stände und ja, wir hoffen, dass es auch sich dieses Jahr wieder auszahlt, dass diese Schneisen frei sind und die Schützen dann hoffentlich gutes Schussfeld haben und Strecke machen können. Ich habe wieder die rote Hose an, bedeutet, ich war auf Yacht, nicht bei uns, sondern in einem Revier hier in der Nähe,
bin relativ früh zurück, war nur ein Treiben und ja, ich will das restliche Tageslicht noch nutzen, um die Kirrung bei uns im eigenen Revier nochmal zu beschicken. Hier halten wir im Moment Jagdruhe, auch natürlich Drückjagdvorbereitung und das mache ich jetzt noch, bevor dann gleich auch dieser Tag wieder zu Ende ist. Den versprochenen erfolgreichen Rehwild- bzw. Sauenansatz kann ich euch jetzt in diesem Video leider nicht mehr präsentieren. Wir waren zwar viel draußen, aber es hat weder mit Rehwild gepasst. Nachmittags einfach im Moment unheimlich schwierig, es wird früh dunkel, nach wie vor viele Pilzsucher im Wald, sodass ich das in dieser Woche jetzt einfach nicht hinbekommen habe. Mit Sauen ist es einfach schwierig bezüglich Videoaufnahmen. Meine Mitjäger haben zwar noch zwei Sauen diese Woche geschossen, aber ja, gab da keine Möglichkeit, euch das filmisch zu zeigen. Heute bin ich wieder draußen, heute Abend. Ich kann euch versprechen, wenn ich Erfolg haben sollte, erfahrt ihr das im nächsten Video. Für heute soll es das gewesen sein. Ging ja primär um unsere Drückjagdvorbereitung bei uns im Revier und ja, wie gesagt, ein paar Maisjagdszenen habt ihr auch gesehen. Im nächsten Video gibt es dann hoffentlich wieder ein bisschen was jagdlich Aktives zu sehen und ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich wie immer freuen über Kommentare, über natürlich über Abos, über Anregungen, was wir vielleicht noch zeigen können, was euch interessiert und freue mich aufs nächste Video. Vielen Dank.